Seid mir gegrüßt und herzlich willkommen zu meinem 1000 Abonnenten Special. Es ging wahnsinnig schnell. Plötzlich waren es 900, dann waren es total schnell 1000. Es ist einfach verrückt, wie schnell das alles geht. Ich möchte mich ganz herzlich bei jedem Einzelnen von euch bedanken, bei jedem, der meine Videos liked, der meine Videos kommentiert, der meine Videos anklickt und natürlich an alle Abonnenten ganz besonders. Ich freue mich, dass es weiter vorwärts geht mit meinem Kanal. Es ist einfach super, ihr seid einfach super und ich hoffe, wir haben noch ganz, ganz lange Spaß zusammen. Aber wir kommen jetzt mal direkt zur Verlosung, denn es wird eine Verlosung geben. Es gibt nur einen Preis, allerdings besteht er aus ganz vielen Einzelteilen und die zeige ich euch jetzt erstmal. Ich habe hier einige Spiele rausgesucht, die ich doppelt habe oder nicht mehr brauche. Es ist für fast jede Konsole was dabei. Wir fangen mal mit dem GBA an. Da haben wir hier einmal Hot Wheels Star Trek Challenge und Dragon Ball Z The Collectible Card Game. Die kommen schon mal ins Paket. Weiter geht's mit dem PC. Ich habe versucht, so ein bisschen ikonische Spiele rauszusuchen, soweit es halt möglich war. So lange sammle ich ja noch nicht und so viel Doppeltes habe ich halt nicht. Aber ikonisch für den PC ist unter anderem auf jeden Fall Prince of Persia 3D. Ein cooles, altes Spiel kommt mit ins Paket. Ähnlich ikonisch auf jeden Fall Anno 1602. Großartiges Spiel, das hier ist die Königsedition und die wandert auch mit ins Paket. Dann haben wir ein verschweißtes Spiel für die PSP aus der PSP Essential Serie. Echo Chrome kommt mit ins Paket. Ja, dann haben wir ein wirklich ikonisches Spiel für die PlayStation 1. Gran Turismo The Real Driving Simulator. Qualität dieses Spiels war damals überragend. Kommt mit ins Paket. Dann haben wir Little Big Planet für die PS3. Auch ein Titel, der zur PlayStation gehört, wie kaum ein anderer. Kommt auch mit ins Paket. Ja, für die Wii habe ich nicht viel, aber ich habe tatsächlich was gefunden, was ich abgeben kann. Dream Pinball 3D für die Wii. Die Verpackung ist cool, weil die so ein bisschen glitzert. Kommt mit ins Paket. Ja, PS2 habe ich nicht viel Doppeltes, aber ich habe ein Spiel gefunden, was ich nicht mehr brauche. Mission Impossible MI Mission, Mission Operation Surma. Keine Ahnung, ist bestimmt voll super. Kommt mit ins Paket. Ja, und dann habe ich so ganz random noch zwei Filme, die ich eh nie gucken werde, rausgesucht. Ja, vielleicht findet ihr sie ja cool. Einmal Day of Reckoning, verschweißt. Und einmal El Ardor, der Krieger aus dem Regenwald. Mit Wendecover, ja, das möchte ich nochmal betonen. Und hier oben ein raues, bildgewaltiges Abenteuer, das an die großen Filme von Sergio Leone erinnert. Ja, wenn das mal nichts ist, ne? Ja, das sind die, die Standardsachen. Jetzt kommen die etwas cooleren Sachen. Einmal habe ich hier total random dieses, keine Ahnung was es ist. Das ist aus der Setbox und es ist ein Anstecker von, ich weiß es nicht, schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Kommt auf jeden Fall auch mit ins Paket. Dann gibt es hier für Android und iPhone ein Pool-Billiard-Spiel, was man auf dem Tablet mit App spielt. Ich habe mir das irgendwann mal gekauft, wollte das ausprobieren, habe es nie getan. Deswegen noch original verkorkt und jetzt geht's an euch mit ins Paket. Dann habe ich was recht Cooles hier, Magic the Gathering. Das sind alte Starter-Decks, die es damals gab für Anfänger mit einer Anleitung dabei. Das sind zwei kleine Decks, damit können zwei Leute einfach mal gucken, ob sie Bock auf Magic haben. Fand ich immer super. Ich habe euch eins davon klar gemacht und das kommt natürlich auch mit ins Paket. Des Weiteren hätten wir noch was besonders Schickes hier. DC Bombshells, da ist eine weibliche Figur aus dem DC-Universum drin. Entweder Wonder Woman, Catwoman, Harley Quinn, Poison Ivy, Black Canary, Batwoman, Flash, Katana, Hawkgirl, Mera oder hier zwei geheime Figuren, von denen aber mindestens die eine irgendwie nach Harley Quinn aussieht. Ich finde die Verpackung saumäßig cool, ist halt eine richtige Bombshell. Der Gewinner muss mir dann aber unbedingt schreiben, welche Figur drin war, darauf bestehe ich. So, bevor ich euch jetzt noch weitere Gewinne zeige, zwei ganz wichtige Sachen und zwar erstens, das Gewinnspiel ist ab 16 Jahre, weil da sind USK, FSK 16 Titel dabei und ich verschicke das Ganze in einem Paket mit Alterssichtkontrolle, also kriegt ihr es unter 16 eh nicht. Bitte haltet euch dran. Zweitens, und das ist noch viel wichtiger, lest euch unbedingt die Videobeschreibung zu diesem Video durch, denn da stehen die genauen Regeln für das Gewinnspiel drin, also auch das Kleingedruckte, was man halt so schreiben muss. Wenn ihr das also alles gelesen und verstanden habt, dann dürft ihr teilnehmen und zwar indem ihr mir eine E-Mail schreibt an die eingeblendete Adresse. Der Teilnahmeschluss wird auch eingeblendet
Und was genau in die E-Mail kommt, wie das funktioniert, das erkläre ich später nochmal und das könnt ihr auch in den Regeln nachlesen. Jetzt geht's erstmal weiter mit Gewinnen. Ihr habt ja schon so einiges gesehen und alles, was ihr bisher gesehen habt, kommt auf jeden Fall mit in das Gewinnerpaket. Und von den jetzt kommenden Teilen darf er sich noch eins aussuchen. Das mache ich vor allen Dingen deswegen, weil ich eigentlich das hier verlosen wollte. Weil ein paar Leute wollen unbedingt diesen hässlichen, wunderschönen Dragoran haben, den ich auch tatsächlich loswerden will. Aber ich kann mir denken, dass den nicht jeder haben will. Deswegen habe ich noch Alternativen. Und zwar, mögt ihr Dragoran nicht und mögt Star Wars, dann könnt ihr das hier bekommen. Das sind Star Wars Spielkarten, einmal mit den Bösewichten, einmal mit den Guten. Sind ganz witzig, habe ich auch für mich geholt. Da sind sie halt alle drauf. Vor allen Dingen die Bösen finde ich cool, weil da sehr viele Stormtrooper dabei sind. Und dann gibt es noch einen Revell-Bausatz. Build and Play Model Kit von einem AT-ACT Walker. Ziemlich cooles Modell. Das Geile daran ist, dass er Light und Sound hat. Ich habe den hier zu Hause auch für mich einmal gekauft. Ja, der macht halt Lasergeräusche und Walker-Geräusche. Ich finde das richtig cool. Macht immer Fun. Dazu leuchtet hier das Licht auf. Ich gebe euch einen Tipp. Malt ihn an. Beziehungsweise sprüht ihn einfach in dunkelgrau an. Dann seht er realistischer aus. Und ihr seid dieses hässliche rosa eine Teil weg. Auch wenn das im Film auch so war. Ich finde es nicht so schön. Aber ansonsten ein sehr, sehr cooles Teil. Wer das auch nicht möchte. Wer Pokémon und Star Wars hasst. Und das kann ich mir eigentlich kaum vorstellen. Aber für den habe ich auch eine Alternative, die eigentlich fast jeder gebrauchen kann. Und zwar eine Gaming-Maus von Orki. Ziemlich cooles Teil. Habe ich lange Zeit auch benutzt. Die ist jetzt aber tatsächlich neu, weil ich hatte mir damals zwei gekauft und bin dann aber auf eine andere jetzt umgestiegen. Sehr cool, weil Metall. Das Rädchen ist aus Metall und da ist eine Menge Metall dran. Sehr, sehr hochwertige Maus. Das hier ist aus Metall. Also die ist echt ziemlich, ziemlich nice. Ich habe da lange viel Spaß mit gehabt. Ich glaube, sie hat 4000 DPI, was für die meisten Leute auch reichen müsste, wenn ihr keine Pro-Gamer seid. Cooles Teil, ist aber mehr so als Alternative, wenn ihr mit den anderen Sachen gar nichts anfangen könnt. So, jetzt habt ihr alles gesehen, was es zu bekommen gibt. Wie gesagt, die ganzen DVDs und Spiele bekommt ihr. Und entweder Dragoran oder das Star Wars Zeug oder die Maus. Und jetzt blende ich euch nochmal die Adresse ein, an die ihr eine E-Mail schreibt. Ihr schreibt in die E-Mail bitte schön in den Betreff direkt rein. Play the Stuff, Gewinnspiel und dann was ihr haben wollt. Also entweder Play the Stuff, Gewinnspiel Pokémon oder Play the Stuff, Gewinnspiel Star Wars oder Play the Stuff, Gewinnspiel Maus. Dann würfel ich alles durcheinander. Ich guck mal, ich glaube, ich mache das mit Randomizer. Kommt drauf an, wie viele Leute mitmachen, das überlege ich mir noch. Ich werde versuchen, dazu auch ein Video zu machen, damit ihr seht, dass alles mit den rechten Dingen zugeht. Und das werde ich dann hier hochladen. Und der Gewinner bekommt dann die tollen Sachen und schreibt mir dann ganz schnell, welche Bombshell in der Box drin war. So, das war's, glaube ich, erstmal mit dem Gewinnspiel. Wenn noch Fragen sind, dann schreibt sie in die Kommentare. Jetzt gibt's noch eine Kleinigkeit zu dem Troll, den ich neulich gekauft habe, für Leute, die da noch Bock drauf haben. Allen anderen wünsche ich schon mal einen wunderschönen Tag und bis bald. So viel zum Thema Gewinnspiel. Also ihr könnt jetzt direkt los und mir eine E-Mail schreiben, wenn ihr möchtet, und ich drücke euch natürlich die Daumen. Falls ihr aber noch Interesse an diesem hübschen Troll habt, den ich neulich gekauft habe, dann bleibt dran, denn ich habe gedacht, das Video wird sonst ein bisschen zu kurz und ich mache noch ein bisschen Content rein. Und ich zeige euch ein bisschen, wie ich den wieder auf Vordermann gebracht habe. Ich mache das auch ganz kurz, soll jetzt keine Profi-Anleitung sein. Ich habe das ja auch nicht perfekt gemacht, aber ich finde ihn wieder ganz okay. Also, es war dieser Zahn hier, der fehlte. Der Zopf hier oben fehlte komplett, das Rückenschild war nicht dabei und der Stab war abgebrochen, beziehungsweise es war eigentlich nur ein Totem, was bis hier ging. Das war aber auch abgebrochen und das habe ich dann neu gemacht. Und zwar mit ganz einfachen Tricks. Ich hatte diese Billig-Action-Figur hier noch rumfliegen. Keine Ahnung, wo die her ist, habe ich irgendwann mal für kleines Geld gekauft, wo auch immer. Der hatte eine Waffe. Und der hatte auch ein Rückenschild. Und zwar das, was jetzt der liebe Troll hier besitzt. Ich finde, das macht sich da ganz gut. Kann man so lassen, würde ich sagen. Sieht cool aus. Passt. Rückenschild ersetzt. Dann hatte er diese tolle Waffe hier. Und ihr seht schon, die Form der Waffe ist gar nicht so weit weg von dem Trollzahn. Ich habe einfach das Ding hier oben abgeschnitten und es als Trollzahn benutzt. Ich halte das mal dagegen. Ich hoffe, das sieht man jetzt einigermaßen. Ja, wahrscheinlich eher schlecht als recht. Aber
Ihr seht, was ich meine. Ich habe das einfach mit ein bisschen mit dem Feuerzeug warm gemacht und dann hier oben ein bisschen modelliert, dass es halt eine Spitze kriegte. Und ich finde, das sieht jetzt echt ganz cool aus. Dann kommen wir zu dem schönen Stab. Ich habe halt aus dem eigentlichen Totem einen Stab gemacht. Und das ist ganz simpel. Einfach nur ein bisschen bemalt mit ein paar Techniken. Und es ist das hier. Einfach so ein oller Schaschlik-Spieß. Hätte man jetzt auch rund machen können, dann wäre es noch schöner gewesen. Wie gesagt, hätte ich mich da jetzt wirklich einen ganzen Abend hingesetzt, hätte ich das wahrscheinlich auch noch viel besser hinbekommen. Aber ich wollte da jetzt auch nicht ewig dran sitzen. Und wenn man da nicht direkt davor steht vor dem Troll, dann sieht er ziemlich perfekt aus. Ja, das Trickigste an der ganzen Geschichte war allerdings der Zopf. Na, der hatte halt so eine Struktur, wie sie Haare halt nun mal haben. Ne, hier seht ihr ja die Originalzöpfe vom Troll. Ich finde meinen fast noch schöner. Da musste ich ein bisschen nachdenken. Ja, ihr seht hier vielleicht schon, was das ist. Das liegt ja auch auf dem Tisch. Ich finde, das ist mir echt gut gelungen. Die Farbe ist nicht hundertprozentig, weil ich nicht noch mischen wollte. Ich habe eine Farbe genommen, die ich schon hatte. Man kann die natürlich auch so lange mischen, bis man genau den Farbton hat, den das hier unten hat. Aber das war mir ein bisschen too much. Der Trick ist ganz einfach. Das ist einfach ein Stück Seil. Ein Stück geflochtenes Seil habe ich genommen. Und da habe ich nochmal so einen dünnen Faden drumherum geknotet, damit das ein bisschen aussieht, als wäre der Zopf gebunden. Ich finde, das ist ganz witzig geworden, kann man nicht meckern. Und ja, der steht jetzt halt da rum und sieht einfach nur cool aus. Den Zahn hätte man besser machen können, da muss ich nochmal ein bisschen dran arbeiten vielleicht. Aber auf der anderen Seite, ja, so ein Troll hat ja nicht unbedingt immer zwei genau gleiche Zähne. Auf jeden Fall finde ich es echt ganz nett. Ich will mich nicht selbst loben, aber das habe ich ganz gut hinbekommen. Ja, der große Trick bei der ganzen Sache ist natürlich, dass man einfach vernünftige Farben da hat. Und ja, ich will euch jetzt hier natürlich nicht aufschwatzen. Das sind einfach welche, die ich noch hatte vom Miniaturen bemalen. Es sind Citadel-Farben, also von Games Workshop. Und es sind Farben von Army Painter und von Vallejo. Also auch keine Schleichwerbung. Sind alle drei Firmen gut. Es gibt natürlich auch noch Revell und andere Farben. Wenn ihr das machen wollt, empfehle ich natürlich diese Farben. Aber das wird einfach teuer. Und daher lasst es sein. Kauft euch ein simplen Set von Farben irgendwo. Was weiß ich, Teddy oder wie die ganzen Läden heißen. Das reicht für solche Geschichten. Da habt ihr dann ein Set, da könnt ihr dann irgendwie, habt ihr die 10 Grundfarben oder was und dann könnt ihr euch ein bisschen was mischen. Wenn ihr sowas mal machen wollt und das grob machen wollt, dann reicht das. Und wenn ihr da Bock drauf habt und dann Spaß daran kriegt, dann könnt ihr euch immer noch die besseren Sachen kaufen. Ne? Das ist ja gar kein Problem. Falls ihr wirklich Interesse dran habt, dann googelt einfach nach Miniaturen Tabletop bemalen Tutorials. Da gibt's jede Menge, es gibt jede Menge einfache Tricks, wie man das ganz schön machen kann. Das hier ist nicht einfach nur angemalt, der Zahn. Da sind so zwei, drei kleine Tricks angewandt worden, damit das hier ein bisschen Tiefe bekommt und nicht so langweilig aussieht. Aber das könnt ihr euch in den Tutorials anschauen. Damit will ich jetzt nicht auch noch anfangen. Es hat ein paar Leute interessiert, wie es dem Troll ergangen ist. Und es ist ihm natürlich hervorragend ergangen. Es geht ihm gut und ihm geht's auch gut. Er schreit nur so, weil er sich so freut. Und ja, das war's dann aber für heute. Ich hoffe, ihr hattet etwas Spaß und wir sehen uns im nächsten Flohmarkt-Video. Bye, bye.